Was zum Teufel? Was ist gerade passiert? Du bist da, oder? Jemand ist dort, oder? Hä? Wer bist du? Bist du jemand anderes als die Person von vorhin? Vielleicht kann er mich nicht hören von dieser Seite aus. Ich rede gerade mit der Welt durch Alter Ego. Seitdem ihr an diesen Ort verschwunden seid, waren die Videoübertragungen ziemlich schlecht. Aber trotzdem, wir waren gezwungen, euch die ganze Zeit zuzuschauen. Hä? Die Dinge, die ihr gezwungen wart, zu tun, wir waren gezwungen, uns das anzuschauen. Gezwungen, uns zuzuschauen? Ich möchte euch wirklich sofort retten, aber wegen dieses Viruses konnte ich es einfach nicht. Unsere Befehle werden nicht länger akzeptiert, genauso wie auch die Versuche, herunterzufahren. Wir haben keine Kontrolle mehr über das New World Program. In dieser Welt hat diese Person eine unabhängige Gegend erstellt, die keinen Einfluss von der Außenseite zulässt. Aber Alter Ego hat eine Möglichkeit kreiert, damit ich mit euch reden kann. Wenn das bedeutet, dass das funktioniert, dann bedeutet das, dass die Person, mit der ich gerade reden muss, hier ist, hoffe ich. Es scheint, als könnte dieser Typ mich nicht sehen oder hören. Wer ist dieser Typ überhaupt? Ist er unser Verbündeter? Weil wir keine Zeit haben, werde ich dir einfach das sagen, was ich sagen muss und hoffe, dass du zuhörst. Aber als erstes muss ich mich bei euch allen entschuldigen. Ich weiß, dass es nicht hilft, mich zu entschuldigen, aber wir haben nicht erwartet, dass so etwas passieren könnte. Wir hatten nicht erwartet, dass ein solcher Virus im Neo World Program war. Aber das ist alles unsere Schuld. Es ist unsere Verantwortung, dass wir es nicht realisiert haben, bevor es zu spät war. Aber es ist nicht nur der Virus. Ich kann nicht mit Sicherheit sagen, dass das Programm nicht von Anfang an Probleme hatte. Um ehrlich zu sein, ich war mir unsicher, ob ich euch in dieses Programm stecken sollte. Aber das war der einzige Weg, wie wir euch retten konnten. Ich wollte euch einfach nur retten. Er wollte uns retten? Vor was wollte er uns retten? Warum würde uns so etwas retten? Du hast bereits das Passwort gesehen, das du brauchst, um deine Abschlussprüfung zu machen, richtig? Du weißt schon, 11037. 11037, das ist diese Nummer, die wir im Nezumi Castle gefunden haben. Die Tür zur antiken Ruine sollte sich eigentlich öffnen, nachdem ihr alle die Hoffnungsfragmente bekommen habt. Und dort solltet ihr eigentlich euren Abschlusstest machen. Aber ich habe das Passwort vorbereitet, einfach für den Fall der Fälle, dass etwas falsch laufen sollte. Wie ich bereits gesagt habe, ich hatte meine Zweifel, dass dieses Programm hier perfekt sein würde. Selbst wenn die Chance gering sein würde, ich dachte vielleicht, dass der Aufseher uns hintergehen würde. Das ist der Grund, warum ich das Passwort 11037 an einem Ort hinterlassen habe, an dem der Lehrer nicht hingehen konnte. Ich hätte niemals gedacht, dass Nagito, der es als erstes gesehen hat, es entfernen würde. Auf jeden Fall, ich bin ebenfalls die Person, die dieses Passwort eingestellt hat. Diese Nummer enthält ein Geheimnis. Jemand mir nahe ist, hat mir diese Nummer hinterlassen, um mich zu retten, als ich in einem Dilemma war. Kannst du verstehen, was ich versuche zu sagen? Ich vertraue euch allen diesen Willen an. Ich habe es eurer Zukunft anvertraut. Aber diese Person versucht, den Abschlusstest auszunutzen. Ich bin mir sicher, dass diese Person versucht, euch mit Verzweiflung zu zerstören, indem sie diesen Abschlusstest benutzt. Aber ich möchte, dass ihr das durchhaltet, ohne eure Hoffnung aufzugeben. Ich möchte, dass ihr Widerstand leistet, bis ich da bin. Weil ich ein Geheimnis kenne, um diese Person zu besiegen. Soll das heißen, er hat einen geheimen Plan, um Monokuma zu besiegen? In einem Worst-Case-Szenario, in dem der Aufseher mit der Lehrerrolle die anderen hintergeht, habe ich ein geheimes Kommando vorbereitet, das wir bei dem Abschlusstest benutzen können. Es ist die gezwungene Runterfahrungssequenz. Gezwungene Runterfahrungssequenz? Selbst eine Lehrerautorität könnte ein solches Kommando nicht stoppen. Es ist ein Weg für euch, das Ganze hier zu beenden, den ihr euch selbst aussuchen könnt, unabhängig von dem Aufseher.
Und das würde bedeuten, dass selbst wenn die Autorität des Lehrers gestohlen wurde, die Person das nicht aufhalten könnte. Wenn ihr das benutzt, dann werdet ihr gewinnen. Aber um diese Sequenz zu starten, braucht ihr mehr als die Hälfte der Leute. Und um das zu tun, muss ich irgendwie diese Nummer erreichen. Tod, 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 Tod. Hä? Was war das denn jetzt? Hey, Hajime! Was war das, hä? Nichts. Ich verstehe. Oh, nun ja. Auf jeden Fall, das sind alle Hinweise, die du bekommen wirst. Wenn dieses blöde, künstliche Intelligenzprogramm dir noch mehr nutzloses Zeug erzählen wird, werde ich es erneut schlagen. Hat Monokuma etwa nicht bemerkt, was gerade passiert ist? Es ist eine Weile her, seitdem ich gesprochen habe, aber es war wichtig, dass ich mit dir rede. Es war es wert, eine lange Zeit hier zu warten. Hey, wegen diesem Typen gerade. Es sollte nichts geben, was du mich noch fragen brauchst. Ich verstehe, es wäre schlecht, wenn Monokuma das hören würde. Das heißt, Monokuma weiß nichts von diesem Gespräch, das ich gerade mit diesem Typen hatte. Ihr habt eine Waffe, eine sehr kraftvolle Waffe. Es hängt alles davon ab, wie ihr diese Waffe benutzt. Das Einzige, was ich tun kann, ist die Invasion dieses Virus zu stoppen, damit ihr diese Waffe benutzen könnt. Der Rest liegt in euren Händen. Gebt euer Bestes. Gebt euer Bestes, hä? Aber was genau sollen wir tun? Alle Mysterien lösen sich so langsam. Aber was sollen wir tun, wenn diese Wahrheit in Wirklichkeit eine Lüge ist? Wir wissen, dass wir auf ein Ergebnis hinarbeiten, das niemand hören möchte. Aber trotzdem, müssen wir wirklich unser Bestes geben und hart arbeiten? Gibt es wirklich einen Grund dafür? Wenn alles eine Lüge war, ist da nicht einfach alles bedeutungslos? Dasselbe gilt dann auch für die Morde. Obwohl wir etwas so Schmerzhaftes erleben mussten, etwas so Tragisches, wäre das nicht ebenfalls bedeutungslos? Wenn die Welt so irrational wird, was soll ich dann tun? 11037. Und die Sequenz. Gut, wir können, glaube ich, hier raus. I'm getting tired of waiting. Shall we just plunge right in? It's time for the long-awaited graduation exam! Please enter the red door located on the first floor of Hope Speak Academy! See you soon! Eine rote Tür, hä? Huh? Gut, wir sollten uns darauf konzentrieren, all das hier zu beenden. Die rote Tür ist genau hier. Er meint, diese rote Tür hier, richtig? Muss ich einfach dort reingehen? Wenn ich das tue, wird alles vorüber sein? Gut, dann wollen wir mal los. Auf zum alles entscheidenden Test. Zum Abschlusstest von Hope's Peak Academy. Der Abschlusstest dieses Killing Games. Hä? Dieser Ort? Yo. Scheint, als wären alle hier. Damn right. Es scheint, als wäre das hier der finale Ort. However. Aber dieser Ort ist... Ist das ein Ort für eine Klassenverhandlung? Aber warum?
Wir waren schon mal hier, oder? Ja, das hier sollte der Ort sein, zu dem die Tür der antiken Ruine führt. Hm, es scheint ziemlich seltsam, dass wir die ganze Zeit gerade in diesem anderen Gebäude waren. Es ist so, als ob wir träumen würden oder so. Wenn das ein Traum ist, dann ist das hier ebenfalls sehr... Ihr seid also endlich da! Glückwunsch! Ihr seid die Ersten, die dieses Spiel je geschafft haben! Nachdem ihr bei Hope's Peak Academy wart, seid ihr endlich wieder hier! Bei dem Ort für eure Abschlussprüfung, in den antiken Ruinen von Jabberwock Island. Dieser Ort für die Klassenverhandlung war tatsächlich die Inspiration für den letzten. Also, auf eine Art, ist dieser Ort hier das Original. Wen interessiert's? Dieser Abschlusstest bedeutet, dass wir dann endlich nach Hause gehen können, richtig? Natürlich! Wenn es das ist, was ihr entscheidet, dann ja! Und wenn wir uns entscheiden müssen, was genau müssen wir tun, hä? Schaut euch mal diese LCD-Touchpanels bei euren Sitzen an. Verglichen mit den anderen Verhandlungen sind die Regeln dieses Mal deutlich einfacher. Yes, indeed. Es gibt nur zwei Optionen. Entweder ihr macht euren Abschluss oder ihr wiederholt das. Ihr müsst euch einfach für eine der beiden Optionen entscheiden und draufdrücken. Ihr alle werdet abstimmen und die Option, die die meisten Stimmen bekommt, wird dann eure finale Entscheidung sein. Falls ihr keinen der Knöpfe drückt, wird es als Abwesenheit gewertet und nicht gezählt. Und das bedeutet, dass die Stimmen von denjenigen, die bisher gestorben sind, ebenfalls als Abwesenheit gewertet werden. Dann hängt das also von der Mehrheit ab. Wenn ihr euch entscheidet, dass ihr euren Abschluss machen wollt, danach startet ein Ereignis mit dem Namen Abschlussprogramm, das wie eine Art Abschlusszeremonie ist. Selbst wenn wir das durch die Mehrheit entscheiden, das Ergebnis sollte bereits jetzt ziemlich klar sein. Komm schon, wir können jetzt einfach abstimmen, oder? No, no, no. Nein, das könnt ihr noch nicht tun! Ich meine, eure Entschlossenheit ist noch nicht da, oder? Shut up. Ach, halt die Klappe, wen interessiert's? Ich werde einfach draufdrücken. What's this? Um am Abschlussprogramm teilnehmen zu können, muss ich ebenfalls dafür sein, wisst ihr? Was? Soll das bedeuten, dass es nicht einfach mit einer Mehrheitsentscheidung enden wird? That's right. Nach der Abstimmung werde ich jeden einzelnen von euch beurteilen, um zu schauen, ob es okay für euch ist, euren Abschluss zu machen oder nicht. Damn it. Also selbst wenn wir abstimmen, können wir nicht unseren Abschluss machen, außer du stimmst zu. Es tut mir leid, dass ich vorhin so unhöflich war. No way! Aber ihr müsst euch keine Sorgen machen. Ich werde auf keinen Fall nicht euren Abschluss akzeptieren. Das ist einfach nur eine Formalität. Ich mache das nur, weil es gemacht werden muss. Er macht es nur, weil es gemacht werden muss? Das heißt, er kann nicht alles machen. Er hat ebenfalls ein Limit. Hat Alter Ego etwa vorhin darüber geredet? Anyway... Auf jeden Fall, selbst wenn ihr es nicht tun wollt, ihr müsst es immer noch tun, um das Mysterium zu lösen. Danach stimmt ihr dann ab und dann kommt es zum Abschlussprogramm. Aber warum müssen wir etwas so Dummes überhaupt tun? Nun, das ist... Du hast gesagt, du wartest auf die Hauptbesetzung, richtig? Hä? Das würde bedeuten, dass du einfach nur auf Zeit spielst, hä? Wer ist die Hauptbesetzung? Oh, macht euch darum keine Sorgen. Es hat nichts mit euch zu tun. Es kann einfach nicht sein, dass das nichts mit uns zu tun hat. Wir sind immerhin die Einzigen, die hier involviert sind, weißt du? So annoying. Es ist egal, ob ihr involviert seid oder nicht. Für das große Ganze seid ihr einfach nur ein paar Vollidioten. Deswegen hat das nichts mit euch zu tun. Spielt einfach eure Rolle, ohne euch zu beschweren. Moment. Was sollte das bedeuten mit Vollidioten, hä? I can't ignore that. Ah, nicht, dass es wichtig ist oder so, aber bitte mach einfach dieses Spielzeug aus, okay? I won't forgive you. Wie kannst du es wagen, ihn wie ein Spielzeug zu behandeln? What's this? Ich habe ihn wie ein Spielzeug behandelt. Hast du ein Problem damit? Ich habe alles kreiert. Willst du ernsthaft mit mir kämpfen? Ich bin so ziemlich ein Gott.
Aber gut, bevor du stirbst, merke dir meine Kraft.